Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 Beste Bauern. Ich bin hier bei der Yamaha MT-09 Tracer und die fahren wir hier auf der Rennstrecke am Wachaucheln. Ja, die MT-09 Tracer ist ja eigentlich nur eine MT-09, aus der man eine Reiseenduro gemacht hat. Komischerweise, im Sattel fühlt sich so an, als wäre das immer schon so geplant gewesen von Yamaha, dass das einmal so ein Motorrad wird. Die MT-09 Tracer hat auch so ein Motorrad im Vergleich zu den anderen Reiseenduros, wo man merkt, da ist viel Klimsch-Bimsch weggelassen worden. Also sie fühlt sich einfach zu fahren an, ist sie auch, fühlt sich kompakt an, ein bisschen weniger Motorrad einfach, aber trotzdem, was Yamaha gut geschafft hat, ist die Punkte, auf die es drauf ankommt, nämlich Fahrkomfort, angenehme Sitzposition, direktes Handling durch einen breiten Lenker, das haben sie wirklich toll hinbekommen und Hut ab, fühlt sich in der Fahrt dann echt wie eine Reiseenduro. Hier auf der Strecke, natürlich auf der Rennstrecke, ist natürlich auch toll, weil der Motor trefffreudig und performant ist, weil das ja eigentlich einmal ein sehr sportliches Motorrad war, kommt der Yamaha MT-09 Tracer natürlich entgegen. Da hat sie sich ja auch keine Blöße gegeben. Und sie sieht optisch gut aus, verkauft sich ohne Ende, kann ich gut verstehen. Bremserei gut funktioniert, ABS gut funktioniert, Sitzposition, naja. MT-09 Tracer ist vielleicht ein Motorrad, was jenen Leuten auch gut gefällt, die vielleicht früher kleinere Supermotos gefahren sind und die jetzt sagen, jetzt hätte ich doch gern was mit ein bisschen mehr Fahrkomfort. Da ist die MT-09 Tracer vermutlich die richtige Wahl. Die Umstellung von einer GS, da ist die Super Tenere vermutlich die Alternative von Yamaha, die richtig ist. Das hier ist eher was für Leute, die es ein bisschen quirliger haben, gerne ein bisschen einfacher gern haben. Das kann die Tracer sehr, sehr gut. Tja, man sieht hier, wir haben ja auch Gepäcksystem mit drauf, Sozius sitzt auch ganz okay. Ja, also die Anraucherei war ein Wahnsinn. Also ich schätze, die MT-09 Tracer ist so bei den Top 5, Top 6 Modellen dabei. Wir haben insgesamt 18 Fahrzeuge hier mit dabei. Trotzdem, ihr seht, toller Windschutz vorne, angenehme Sitzposition, hohe Fahrleistungen, gutes Universaltalent, hat die Yamaha gut gemacht.